Block hoch. Ach ja, jetzt mal ja, jetzt hab ich. So, ich habe abgedruckt. Oben sieht zum Einsatz hier bla 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 bla. Mission, Kampfroller, Fecht, Raumverfolgung. Ja, ich klicke einfach mal da drauf und mach da drauf und zur Position. Ich denke, es geht einfach wie die Produkt-Tutorial zu folgen. Erstmal kehrt Marsch. Und Warp. 18,61 au. Ich schätze mal, das sind so 18 Millionen Kilometer oder sowas. Meine Nase. Ah, sorry, das war die Kaffeetasse am Mikro. Früh ist 3:15 Uhr, erstmal Kaffee. Genau, so muss es sein. Alle Waffen benötigen zum Feuern Munition. Sie erhalten jetzt Nahkampfmunition. Okay. Laden Sie jetzt Ihre Waffe. EMPS. Na, dann laden wir mal unsere Waffe auf. Dauert ein paar Sekunden. Sie blinkert. Blinkert, blinkert und blinkert. Jetzt haben wir 200 Schuss an Bord. Ja, okay, ich habe geladen. Die Reichweite ihrer Geschütztürme wird unter anderem durch die Art der Munition, die sie geladen haben, beeinflusst. Wie die Reichweite von dem über das Heads-Up-Display können Sie auf ausführliche Informationen über Ihre Waffe zugreifen. So, pass mal auf. Jetzt müssen wir erstmal einstellen. Ja, Rechtsklick, umkreisen, 500 Meter? Ah, nee. Standard einstellen wollte ich doch. Umkreisen. Umkreisen als Standard festlegen 500 Meter. So. Und Reichweite halten machen wir ebenfalls 500 Meter. Aber das wollte ich doch als Standard machen. Jetzt habe ich es wieder. Nochmal. Reichweite halten als Standard festlegen 500 Meter. Und annähern. Annähern brauchen wir nicht. Ja, habe ich ja nur. Ich habe ja nur meine Info erfahren. Aktivieren Sie das Beschleunigungstor und fliegen Sie zum nächsten Bereich weiter, sobald Sie bereit sind. Okay, na dann mach mal. So. Warp-Antrieb aktiv. Jetzt schreibe ich mal hier in den Chat rein, ob da noch irgendjemand Deutsches hier ist. Hey, Leute. Noch jemand. Gute Arbeit. Deutsches. Als nächstes müssen wir Ihre Waffen überprüfen, bevor wir Sie in ein Gefecht schicken. In der Nähe sollten Sie... Sie haben durch die Explosion in der Nähe Schaden genommen. Sie sollten das Schiff jetzt mit dem Defensivmodul reparieren, das Sie eingebaut haben. Denken Sie daran, das Modul zu deaktivieren, sobald Sie den Schaden behoben haben. Eigentlich habe ich, sobald Sie die Struktur zerstört haben, werden Sie etwas Schaden nehmen. Normalerweise... Was für eine Struktur? Was will ich denn jedes Mal damit? Hier will ich rein. Wenn wir zerstören. Ach, das Treibstofflager zerstören. Da haben wir das Treibstofflager. Kreist dann mal drumherum. Wo ist denn das Treibstofflager? Da ist das Treibstofflager und da feuern wir jetzt einfach mal drauf. Ziel aufschalten. So, da haben wir es hier oben. Treibstofflager und jetzt eröffnen wir das Feuer. Bam, bam, bam. Das Schild ist gleich nieder. Dann ist auch die Panzerung gleich nieder und dann der Rest ebenfalls. Die Kanone gefällt mir. Jetzt macht's gleich. Bang. Ja, okay, so spektakulär sind die Explosionen jetzt nicht. Wer von euch schon mal hier X3 gezockt hat, der hat schon spektakuläre Explosionen gesehen. So, jetzt schalten wir das Schild ein. Wir werden sehen, hier geht Energie weg von uns. Deswegen müssen wir wieder ausschalten, sobald wir wieder voll sind. Hup, ausgeschalten, wunderbar. Fertig. Kann ich jetzt wieder zurück, oder was? Hä? Mission abgeschlossen? Nö. Ja, dann warpen wir dahin. Sie können nicht warpen, weil ein Naturphänomen den Warp stört. Geben Sie sich zur Stelle im All, blablabla, machen Sie dann mit der Vernichtung der Piraten im nächsten Gebiet weiter. Mit der Vernichtung der Piraten im nächsten Gebiet. Okay, also gehen wir mal hier durch das komische Sprunggate. Sprungtor aktivieren.
und laden wir unsere Waffe nach. Wir haben zwar bis jetzt bloß 6 Schuss verballert, aber wir laden sie trotzdem nach. Ah, die braucht 10 Sekunden zum Nachladen. Aha, ist ganz schön lange. Also muss man sich überlegen, wann man nachlädt. Der Chat hier total überfüllt. Das ist ja widerlich. Constell? Was Constell? Lokal. Gehen wir mal in den lokalen Chat. Aber da schlafen sie alle. Aber ich bin cool mit meinem Namen an oberster Stelle mit. Hey. Das Schöne ist immer, wir denken immer, ey, guck mal, ein Bild von einer Frau, die können wir mal anschreiben. Ja, Arschlecken, tralala. Achtung, Pilot. Zwei feindliche Schiffe sind auf dem Weg zu ihrer Position. Sie müssten auf der Übersicht dargestellt sein. Den umkreis mal in einem Radius. Wir sollten uns jetzt um sie kümmern. Tun wir das Ziel aufschalten. Weil optimale Waffenreichweite sind ja 400 Meter. Oh, jetzt feuert aber ganz nicht. Also jetzt erstmal Feuer. Feuer. Den machen wir weg. Das ist kaputt. Das. Den tun wir auch gleich noch umkreisen und dann gleich noch aufschalten und dann... Warte mal. Ich möchte dann doch... Ach, der hat nichts an Bord. Okay, dann geht's ja noch. Da muss man mal gucken, die Fracks, die haben immer noch irgendwelche schönen Sachen an Bord. Die man erst mal später verkaufen kann. Gute Arbeit. Das Gebiet wurde von feindlichen Zielen gesäubert. Warpen Sie zurück zur Station und docken Sie an, um die Mission abzuschließen. Ja, wunderbar. Dann machen wir das mal. Warp-Antrieb aktiv. Weiter. Ja, okay, gut. Hier blinkert wieder was. Das heißt, Logbuch, klar, wurde aktualisiert, weil wir es abgeschlossen haben. Und das hier ist das Wichtigste, unser Konto. Wir haben einen Kontostand von 5500 ISK. Oder interstellare... Was war's? Keine Ahnung. Hab ich wieder vergessen. Und die gute Frau, die lernt hier jetzt noch weiter. Also der Kontostand, der steigt auf jeden Fall. Gerade im Tutorial steigt er rapide an. Können wir eigentlich mal die Waffen noch nachladen, weil wir eh nichts anderes zu tun haben. Andockerlaubnis erbeten. Der Kaffee. Anfrage zum Andocken angenommen. Kontaktieren Sie mich über das Agentenmenü, um die Mission abzuschließen. Jo, mach ich doch glatt. Jetzt lassen wir die aber schon mal fertig laden hier. Wunderbar. Rechtsklick, Gespräch beginnen. Sie sind bereit, den Pilotenzertifizierungskurs zu beginnen. Dieser Kurs behandelt Grundlagen der Navigation, die Steuerung im Raum, den Kampf und das interstellare Reisen. Sprechen Sie mit mir über die Agentenkonsole, wenn Sie bereit sind, mit der Zertifizierung zu beginnen. Ja, wunderbar. Mission abschließen erstmal. So. Jetzt haben wir nochmal 500 ISK bekommen. Das haben Sie gut gemacht, Akasha. Sie sind nun beinahe bereit, Ihre Karriere als Kapselpilot zu starten. Es steht Ihnen allerdings noch eine letzte Aufgabe vor. Ihr Pilotenzertifikat muss bei einer unserer örtlichen Akademien abgeholt werden. Lassen Sie sich mit der nächsten Mission beauftragen, wenn Sie bereit sind. Ich bin bereit. Mich beauftragen. Machen wir weiter. Lesen Sie die Missionsbesprechung. Ja. Klicken Sie dann auf Annehmen. Alles klar. Gut. Also, wir sollen da was holen. Zustellungsort sind wir jetzt schon. Gegenstand müssen wir holen. Da müssen wir hin. Nee. Reisen Sie nun zur Akademie, holen Sie die Pilotenzertifizierungsdokumente aus dem Büro und bringen Sie diese zurück zu Aura. Das heißt, da müssen wir hin. Mal Kurs setzen hier. Wunderbar. Und dann docken wir auch schon wieder direkt ab. Da
Wenn man einmal so ein bisschen drin ist, geht's. Aber das Spiel ist wirklich sehr komplex. Da gibt es Kleinigkeiten überall. Was heißt Kleinigkeiten? Das ganze Zusammenspiel von Gegenständen und allem, das ist schon ziemlich gigantisch. So, hier machen wir mal Autopiloten an. Autopilot aktiviert. Da brauchen wir jetzt nicht mehr viel zu machen. Aber allein die Gegend hier gefällt mir schon besser wie bei meinem anderen Spielstand. Sieht halt alles ein bisschen düsterer aus und aktiv. So. Und nicht so sehr akkurat irgendwie. Was hat schon was. Und was halt auch noch kurios ist, hier geht alles durch Gebäude durch. Also, ja, ne? Das Problem ist halt, wenn man mit Autopilot fliegt, der nähert sich bis auf eine gewisse Nähe daran an das Ziel, dann fliegt er erstmal ewig langsam halt näher ran, bis der dann mal was macht. Wenn man aber selbstständig dann jetzt so eingibt von wegen hier komm springen Annäherung und so, an das Sprungtor, dann geht das schneller. Also Autopilot ist immer so eine Sache, wo Zeit kostet. Über lange Distanzen ist schon recht praktisch, weil da kann man sich halt mal einen Kaffee machen oder sowas. Wenn man nicht gerade durch übel Feindgebiet fliegt oder so, dann geht das schon. Das ödet mich halt jetzt gerade ein bisschen an, dass ich jetzt echt das ganze Tutorial nochmal durchmachen muss. Aber da ich ja schon etwa weiß, wie es funktioniert, geht das schon. Geht das alles recht zügig von der Hand. Das andere musste ich alles noch lesen und so, Hickhack, das war dann weniger toll. Autopilot springt. Ja, vielleicht mal noch ein paar Fakten Autopilot zu Eve jetzt gerade. Deaktiviert. Wegpunkt erreicht. Kosten? Was kostet Eve? Ich weiß es gerade gar nicht. Auf jeden Fall fallen monatliche Gebühren an. Aber zum Antesten gibt es trotzdem eine zweiwöchige Trail Version. Heißt, ihr könnt also zwei Wochen gratis zocken ohne irgendwelche monatlichen Gebühren. Monatliche Gebühren, ansonsten 15 Euro im Monat. Ist jetzt nicht unbedingt mit einem Abo verbunden, kann man jeden Monat neu machen. Lässt sich alles ganz leicht kündigen und sowas. Falls man doch ein Abo macht, geht es halt mal automatisch. Aber da ich ja nicht so sehr viel Zocker bin, mach ich doch lieber jeden Monat einzeln. Bin ich wahrscheinlich ein bisschen besser bedient damit. Und ich möchte halt mal schauen jetzt hier, vielleicht kann man ja doch mal ein bisschen Kontakt mit dem einen oder anderen Eve-Spieler unter euch knüpfen. Vielleicht habe ich ja Glück. Und ja, jetzt bin ich hier und was soll ich jetzt hier machen? Ich glaube, da soll ich andocken. Kann das sein? Nee. Hallo? Doch, da soll ich andocken.